Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Krieg der Zeitungen findet derzeit in Ostdeutschland zwischen den großen Managern und den großen Konzernen statt. Und jeder der Beteiligten weiß, wer sich jetzt nicht durchsetzt, hat verloren. Am Kampf um Marktanteile beteiligen sich auch ausländische Konzerne. Tja, und wir werden auch in wenigen Jahren die Auswirkungen davon im Westen zu spüren bekommen. Arndt Breustedt hat für Sie den Krieg der Zeitungen verfolgt.